Und jetzt wieder mal ein Beispiel, was im World Wide Web nicht so alles möglich ist. Eigentlich hat der Ex-Buchhändler nur so zum Spaß eine Geschichte geschrieben und Kapitel für Kapitel dann ins Internet gestellt, sich nichts weiter dabei gedacht, heute ist der Mann reich. Hugh Howey heißt der Mann, Silo die Geschichte, ein Endzeit-Thriller, den er jetzt schon 300.000 Mal als E-Book verkauft hat. Jetzt stehen die Verlage Schlange, das Buch ist in der amerikanischen Bestsellerliste, bereits in 20 Sprachen übersetzt und der große Ridley Scott will einen Film draus machen. Und so wird's eine Geschichte zur Geschichte. Der Weg zum Erfolg für den 35-jährigen Autor Hugh Howey führte er übers Internet, passend für einen Science-Fiction-Roman. 500 Seiten stark ist Silo, ein Thriller, ein Gesellschaftsbild, eine Endzeitvision, in der Menschen seit Generationen in einem gigantischen unterirdischen Silo leben. Die tödliche Außenwelt betrachten sie durch eine Scheibe. Wer die Regeln bricht, muss sie putzen. Ein Todesurteil. Doch ist der Silo wirklich die einzige Überlebenschance oder eine einzige Lüge? Ich will out! I think growing up. Mein Ausgangspunkt, vielleicht müssen wir in Zukunft in einer feindlichen Welt überleben. Aber wie? Ich bin während des Kalten Krieges aufgewachsen. Da haben alle Bunker im Hinterhof gebaut. Und Interkontinentalraketen wurden in riesigen Silos gehortet. So ist ein Silo der logische Ort für die Menschheit nach dem Ende der Welt. Fast so spannend wie das Buch ist seine Veröffentlichung, ein Publikationsphänomen. Howey hat die Kurzgeschichte als E-Book selbst verlegt. Seine Leser haben das über Facebook und Twitter verbreitet und verlangten Fortsetzungen. Eine sehr unabhängige und demokratische Art zu publizieren. This has been done. Die digitale Verbreitung eröffnet Lesern und Autoren neue Möglichkeiten. Erst durch E-Books können auch unbekannte Autoren heute mit kurzen Geschichten Geld verdienen oder mit Fortsetzungsromanen, wie ein Charles Dickens. Das ist wie bei einer TV-Serie. Du siehst eine Episode und wenn du sie magst, kaufst du dir die ganze Staffel. Hugh Howey hat neben Können viel Glück. Erfolge feiert er mit seinen Fans auf seiner Homepage, eine charmante Form des Selbstmarketings. Erst sein 8. Werk brachte den Durchbruch im Netz und angeblich äußerst lukrative Verträge mit großen, klassischen Verlagshäusern. Der Independent-Autor hat die elektronischen Rechte behalten, doch der ganz große Erfolg kommt mit dem gedruckten Buch, einstweilen noch. Und Hollywood steht schon in den Startlöchern.